Filmfreunde, ich bin wieder zurück von meinem Wacken-Ausflug und von meinem Ausflug nach Regensburg. Ich bin geplättet, ich habe Muskelkater. Was soll ich sagen? Ja, es war anstrengend, es war wirklich anstrengend. Ich hätte es mir nie so gedacht, also es ist echt bequemer, sich einen Film vorm Fernseher anzuschauen oder am Fernseher, als selbst in einem mitzuspielen. Also, es war eine coole Erfahrung, definitiv. Es war eine anstrengende Erfahrung. Es war eine spaßige Erfahrung. Also, schlecht reden will ich es ganz mit Sicherheit gar nicht. Also, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir sind von Location zu Location gefahren. Es gab jeden Tag irgendwas zu tun. Es war nie langweilig in der Woche. Unser Kameramann, der für den fertigen Film dann im Endeffekt zuständig war oder für eben für die Szenen. Der hat auch noch bei uns gepennt, bei mir und dem Alex, und wir waren eigentlich ein tolles Dreiergespann, würde ich sagen. Drei-Männer-WG, wenn man so will. Man könnte eigentlich auch fast eine Sitcom draus drehen. Naja, jedenfalls, ich bin wieder da. Es gibt jetzt wieder Videos von mir. Eins ist bereits in Bearbeitung mit mir und dem Alex Lotz, dem Sendermania, zusammen, indem wir ein wenig so in Erinnerung schwelgen. Und das zweite wird auch so ähnlich sein. Also es wär, geplant waren richtige Reviews, aber vom Zeitaufwand her war das dann doch ein bisschen knapp bemessen. Und da haben wir uns einfach gedacht, machen wir zwei Spontanvideos. Er ladet auch etwas hoch auf seinen Kanal. Er hat auch, glaube ich, schon etwas hochgeladen, wo ich auch mit drauf zu sehen bin. Also wir haben insgesamt noch vier Videos gedreht, zwei für meinen Kanal, zwei für seinen Kanal. Meins ist, wie gesagt, in Bearbeitung bereits. Ja, zurück zum Filmdreh. Wie war es denn? Ich habe auch am Making-of mitgearbeitet, beziehungsweise war immer mit der Kamera dabei, wenn es um die Effektherstellung ging, wenn es um Anweisungen ging, die der Alex gegeben hat. Diskussionen untereinander, ist alles mit drauf. Ja, leider hat uns an einem Tag das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen ist eine, oder sage ich noch zwei Sequenzen nicht im Kasten, aber das wird folgen. Das ist schon mal ganz klar. Aber meine Szenen, die man, für die man mich gebraucht hat, sind auf jeden Fall im Kasten. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also es ist wirklich aufwendig gestaltet gewesen. Also ich habe ja damals nur das Drehbuch gesehen und habe mir gedacht, so ja, hört sich spaßig an, aber im Endeffekt, nachdem ich ein bisschen Rohmaterial gesichtet habe, kann ich euch versichern, es kommt was Geiles auf euch zu. Ich hätte auch von meiner Seite aus überhaupt nicht gedacht, dass ich ja in einem Film an sich so gut mitarbeiten kann. Also ich hätte eher gedacht, so, man braucht für meine Dialoge, für meine Szenen an sich x-tausend Takes, also dass ich mich da vertue, dass ich zu nervös rüberkomme, dass meine Gesichtsmimik nicht stimmt. Aber irgendwie hat alles in ein, zwei Takes gepasst und das hat mich eigentlich auch natürlich sehr gefreut. Aber ja, es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme auch was mit nach Hause oder habe etwas mit nach Hause genommen, Erfahrung. Auf jeden Fall. Und dass gewisse Filme nie wieder so sein werden, wie ich sie kenne oder wie wir sie alle kennen. Das ist jetzt ein kleiner Insider, aber Alex, du weißt, was ich meine. Ich möchte dir auch noch danken für die Gastfreundschaft, die du uns oder mir aufgebracht hast, dass wir uns so gut verstanden haben. Es war richtig toll, wie gesagt. Also in dem Sinne auch gleich ein Dankeschön an dich. Ja, sorry, ich bin noch ein bisschen müde. Es waren jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich weiß, was ich mir morgen bei der Arbeit anhören darf. Basta, hast doch jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt. Naja, es waren zwei Wochen harte Arbeit. Erstmal Wacken überstehen und dann direkt. Also ich kam von Wacken nach Hause, direkt ins Bett, oder beziehungsweise nicht ins Bett, erstmal mit dem Alex telefoniert,
dann meine Sachen gepackt und dann eigentlich am nächsten Tag in ziemlich, ja, vormittags gleich los mit dem Auto. Also das war schon ziemlich heftig. Aber nichtsdestotrotz, es hat alles funktioniert. Zumindest was mich betrifft, was meine Szenen betrifft, da bin ich auch sehr froh drüber. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch erst heute heimgekommen, sonst hätten wir am Samstag was nachdrehen müssen. Ja, mit dem Wetter, das ist immer so eine Sache, unberechenbar und ist jetzt leider sehr dumm gelaufen, sehr blöd gelaufen. Tut mir auch irgendwie leid, aber ja, das ist jetzt leider nicht mehr zu ändern. Aber es wird was ganz Großes werden, da bin ich mir sicher. Das kann ich dir versichern, Alex, das kann ich euch versichern. Es wird geil. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wenn es mal fertig ist. Es wird auf jeden Fall an die anderen da draußen, es wird auf jeden Fall dauern, bis der Film komplett, wie er sein soll, im Kasten ist und auf DVD gepresst. Es wird dauern. Es ist eine Menge Arbeit, es ist eine Menge Schnittarbeit zu machen. Die Musikuntermalung fehlt noch. Es fehlt noch eine Episode, die noch mit rein einfließen soll. Nicht von uns gemacht. Aber im Endeffekt, es wird auf jeden Fall really, really big. Gut, das war es eigentlich schon mit meinem Ankündigungsvideo, dass ich wieder da bin. Bin vielleicht ein bisschen hier und da mal abgeschweift. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wie gesagt, der Alex, der Sender, hat bereits ein Video hochgeladen, was wir neben den Drehs noch gemacht haben. Also zwei Videos wurden, oder drei Videos sogar, wurden nachts gedreht. Und eines noch tagsüber. Also das war, langweilig ist uns auf jeden Fall nicht geworden. Definitiv nicht. Ja, nochmals zurück. Alex hat ein Video hochgeladen bereits. Ich werde jetzt ein Video dann hochladen. Erst dieses, dann das nächste. Wie wir in Erinnerungen ein wenig schwelgen, so an die gute alte Zeit damals. Die meisten von euch werden es bestätigen, dass viele Filme, nicht alle, aber viele Filme einfach früher geiler waren und besser waren. Ja, dann mache ich mich am besten gleich an die Arbeit, dass ihr auch wieder was von mir habt. Und der Alex ist sicher auch gespannt auf das Ergebnis. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt es, morgen geht es wieder weiter für viele, auch für mich. Ich habe Muskelkater wie die Sau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel rennen muss. Ich beende dies jetzt hier, sonst schweife ich wieder ab. Und wir sehen uns einfach bald im nächsten Video. Ich werde es heute auf jeden Fall noch hochladen. Eins davon, vielleicht auch beide. Bis dahin, ciao.